Meine Lieben, das ist jetzt ein Kundenvideo für die liebe Sandra. Die hat drei Fragen reingegeben, die ich astrologisch mir natürlich im Vorfeld schon angeguckt habe, indem ich das Horoskop ausgearbeitet habe und genau die Dinge angeschaut habe. Was die Sandra gefragt hat und die Antworten, das kommt jetzt im Anschluss. Wenn du selber eine solche wunderbare astrologische Beratung von mir als Video haben möchtest, dann kostet das 99 Euro. Das Ganze bitte per PayPal und bitte. Es geht nur mit den vollständigen Geburtsdaten, nämlich Geburtsdatum, eure genaue Geburtszeit und den Geburtsort. Und dann bitte drei präzise Fragen dazu, damit ich das Horoskop sozusagen im Vorfeld schon mal alles anschauen kann, alles ausarbeiten kann und euch dann nur noch die Antworten schön knackig hier servieren kann. Und jetzt geht's los für die Sandra. Mein liebe Sandra, kommen wir zu deinem Horoskop. Und ja. Sagen, da fackeln wir jetzt auch gar nicht lange und schauen mal ganz direkt hier rein. Ich habe es ja schon erwähnt: Schütze Sonne, Schütze Mond und Schütze Aszendent. Ja, also fast ziemlich genau ähm, kurz vor äh, kurz nach Neumond geboren. Das heißt, du bist natürlich auch immer wieder sehr stark mondfühlig und. Und das ist auch eine sehr gute Eigenschaft, vor allen Dingen auch eine hohe Spiritualität mit dem Neptun hier mit dabei, der dir eine ganz tiefe, tolle Emotionsebene gibt. Aber du bist natürlich jemand dreifach männlich. Du brauchst... Ausgleich, du brauchst Energie, du musst rauskommen und das ist schon mal eine ganz wichtige Eigenschaft. Im Grunde auch mit dem Pluto hier oben in der Waage an deiner Bestimmung solltest du unbedingt Verantwortung tragen oder vielleicht auch etwas selbstständig machen. Der Jupiter hier unten im Familienhaus an der Spitze zeigt ganz genau an, dass du natürlich eine Person bist, für die Familie extrem wichtig ist. Aktuell läuft durch das Haus der Familie durch dein viertes Haus äh, der Mondknoten und der sagt hier gibt es neue Verbindungen oder Verbindung karmische Prozesse werden hier gelöst werden es liegt hier auch oder die Sterne sagen ganz klar es gibt noch mal einen Punkt gerade im nächsten Jahr wo sich noch mal einiges verbessern wird an familiären Beziehungen familiären Banden die du knüpfst vielleicht auch mit deinem Dual oder mit deinem Gegenüber es stellt sich dann auch noch mal Etwa zum Frühjahr hin, also es geht so ab Ende Februar los, die Frage eines Umzugs oder einer kompletten Erneuerung in deiner Häuslichkeit. Also, das kann ich dir schon mal zum Thema Familie sagen. Und ich bin auch der Meinung, dass sich hier Dinge jetzt sehr positiv klären werden, sollte es noch hier irgendwelche äh, Streitigkeiten, alte Banden oder etwas geben. Und. Und die ganzen karmischen Prozesse lösen sich hier ebenfalls auf, weil parallel der Uranus nochmal deine Mondknotenlinie aktiviert. Und da geht es darum, dass du jetzt wirklich dich befreist von alten karmischen Prozessen und vor allen Dingen von alten Schatten aus der Ahnenlinie. Aktuell sind die Sterne dir sehr zugetan, auch eine Veränderung herbeizuführen im beruflichen Bereich. Der Uranus läuft. So ist schon im Anlauf auf dein Arbeitshaus und auf dein Arbeitsfeld und du musst natürlich immer Dinge machen, die dir Spaß machen. Du brauchst aber auch sehr viel Abwechslung. Uranus und Venus in der Konjunktion in deinem zehnten Haus, das heißt entweder etwas mit Reisen machen, mit schönen Dingen, mit beratenden Dingen und durchaus auch in deinem Horoskop mit spirituellen Dingen. Also und natürlich sollte Verantwortung einhergehen. Die aktuelle Mondknotenlinie zeigt natürlich auch hier an, dass du deiner Bestimmung, deiner Herzensbestimmung jetzt auch wirklich folgen solltest. Und du spürst das etwas seit... Halt Vier, fünf Jahren hier ein relativ großer Umbruch in dir drin ist und du den jetzt umsetzen kannst. Also, du kannst jetzt auch sehr gut noch mal etwas dazu lernen, dich weiterbilden, was dann zu einer sehr guten Umsetzung, vor allen Dingen auch zu einem ja, Hoch in den Finanzen führen wird ab äh, Frühsommer 2024. In Sachen Liebe, ja, da suchst du dir immer gerne die komplizierteren Objekte aus. Das ist ja einfach so. Und man merkt, dass er jetzt schon in diese Gespräche geht, die durchaus tiefer sind, wo es in Zukunftsplanung und Bestimmung geht, dass er aber, sein, also dein Gegenüber, du suchst ja halt immer jemanden aus, der seine Rückzüge braucht, der teilweise vielleicht auch mauert, dich aber dennoch, und so sagen es die Gestirne hier, immer wieder unter Beobachtung hat, sei es über soziale Netzwerke, WhatsApp oder wie auch immer. Ne? Ähm, also. Das ist schon, das ist schon sehr positiv gestellt, ja. Und ich glaube, dass ab dem nächsten Vollmond, so zeigen es die Planeten zumindest hier, ähm, passiert hier dann doch schon noch mal ein bisschen, bisschen mehr, ja. Upsala, Moment, was kann man hier? So, dass wir es richtig haben. Na, sag mal. Achso, hier muss ich es auswählen, Entschuldigung. Das war ich ein bisschen, war ich ein bisschen doof. Pardon so okay also wir sehen dass die Liebe sich eben hier so ab dem 24. 25. wieder sehr gut zeigt und dann das ganze restliche Jahr sehr positiv werden wird der Jupiter läuft ja dann auch auf dein Liebeshaus zu das heißt auch wirklich rund und um Weihnachten herum, das ist ja immer so eure Frage, die ihr da ja auch stellt, habt ihr jupiter mond konjunktion dann fast Spitze, fünftes Haus, wird es eine sehr kuschelige, erotische Zeit auch werden, also ich glaube, dass ihr in diesem Jahr noch genau das umsetzen könnt, was ihr wollt, vor allen Dingen, er läuft auch in deine Bestimmung und deine Außenwirkungen mit rein, was dann im Umkehrschluss auch bedeutet, meine liebe Sandra, dass ähm, hier er das Ganze auch offiziell machen wird und hier keinen Rückzieher mehr machen wird. In dem Sinne, allzeit gute Sterne.